Whiplash, La La Land und First Man. Das sind die drei Filme, die Regisseur Damien Chazelle bis jetzt in seiner Karriere gemacht hat. Alle drei sind absolute Meisterwerke. Whiplash und La La Land gehören sogar zu zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube, Whiplash ist sogar mein absoluter Lieblingsfilm. Daher kann mein Most Anticipated Movie of 2022 nur Babylon sein. Ein Film, auf den ich noch ewig warten muss, weil der kommt erst Ende des Jahres geplantermaßen. Er ist schon, der Filming wurde bereits beendet, also sollte jetzt noch die Post-Production anstehen. Und im Dezember sollte dieser Film dann in den Kinos landen und ich kann es kaum erwarten, was Damien Chazelle sich diesmal einfallen lässt. Über den Plot ist noch sehr wenig bekannt, es ist ein Historiendrama über Hollywood, so führe ich jetzt fest. Aber wirklich, was die Haupthandlung ist, ist nicht bekannt noch leider, deswegen, wir können gespannt sein. Und der Cast ist wie immer stellar bei Damien Chazelle, das ist bekannt aus seinen vorherigen Filmen. Diesmal können wir uns auf Darstellerinnen und Darsteller wie Margot Robbie, die Emma Stone ersetzt. Ich hätte mich noch viel mehr auf den Film gefreut, wenn Emma Stone an Bord geblieben wäre, weil sie ja meine absolute Lieblingsdarstellerin ist. Aber Margot Robbie ist natürlich auch fantastisch. Brad Pitt ist, glaube ich, in einer anderen Hauptrolle zu sehen. Und dann haben wir noch einen Supporting Cast mit Meryl Streep, Olivia Wilde und Tobey Maguire, überraschenderweise, der unter anderem auch als Executive Producer mitwirkt. Also auf Babylon bin ich sehr gespannt, könnt ihr auch gespannt sein, ist sicher auch ein Contender für die Award Season. Aber hauptsächlich freue ich mich einfach auf einen sehr guten nächsten Chazelle-Film. Ihr erfahrt heute von uns, auf welchen Film wir uns in dem Jahr besonders freuen. Ich habe mal zwei Filme ausgesucht und es sind beide Fortsetzungen. Der erste Film, den ich mir ausgesucht habe, der hat den ersten Teil schon vor ein paar Jahren gehabt und der hat geheißen Mord im Orient Express. Der zweite Teil jetzt an wird den Titel Tod auf dem Nil haben und ich bin schon voll gespannt auf den, weil mir der erste Teil schon so gut gefallen hat, weil ich mag das voll gern, so Filme, so Mystery, Thriller, bei denen man mitraten kann, wer der Täter ist. Wir werden den gleichen Hauptdarsteller haben und anscheinend einen total super Cast. Also ich bin schon wirklich gespannt auf den Film. Und der zweite Film, auf den ich mich auch schon voll frei, ist der zweite Teil von Knives Out. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich den ersten Teil damals 10 von 10 Punkte gegeben habe. Deswegen ist auch meine Erwartungshaltung an dem Film sehr hoch. Es wird wieder der Daniel Craig als Hauptdarsteller spielen. Und wer sonst da noch mitspielt, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeschaut. Aber ich freue mich schon voll auf den zweiten Teil. Also die zwei Filme sind einmal jetzt in dem Moment meine zwei Highlights des Jahres. Hallo, auf welchen Film ich mich heuer am meisten freue, ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Spätestens noch ein Trailer, noch Spider-Man No Way Home, war ich so gehypt. Ihr solltet euch, bevor ihr den Trailer anschaut, vielleicht What If anschauen, weil das macht den Trailer noch so viel geiler. Ja, und auf den freue ich mich. Hallo, hallo, liebe Filmfreunde. Wir befinden uns jetzt im neuen Jahr 2022 und das bedeutet, dass natürlich wieder ein ganzer Haufen neuer Filme auf uns zukommen. Von den meisten Filmen, die da auf uns zukommen, wissen wir noch gar nichts, beziehungsweise nur sehr wenig. Von manchen wissen wir allerdings schon sehr viel, haben auch schon Trailer gesehen und kennen einige Hintergrundinformationen. Und drei von diesen Filmen, auf die ich am meisten gespannt bin, waren jetzt in der engeren Auswahl, um euch zu sagen, auf welchen Film ich mich dieses Jahr am meisten freue. Und wer meinen Hintergrund sieht, kann es vielleicht schon erraten, aber es ist Matt Reeves' The Batman Film mit Robert Pattinson als Bruce Wayne / Batman, Zoe Kravitz als Selina Kyle, Paul Dano als The Riddler und Colin Farrell als der Pinguin. Die Trailer haben alle absolut herausragend ausgesehen und es ist natürlich auch absolut kein Geheimnis, dass Matt Reeves einer meiner Lieblingsregisseure ist. Dementsprechend geht meine Vote an The Batman. Tschüss und Baba. Auf welchen Film freue ich mich 2022 am meisten? Diese Entscheidung ist mir tatsächlich relativ leicht gefallen. Jeder, der mir ein bisschen besser kennt, weiß, ich bin ein sehr, sehr großer Island-Fan. War schon zweimal in diesem wunderbaren Land. Dementsprechend hat natürlich der Film schon von Haus aus einen Bonuspunkt, der uns Isländisch als eine der Originalsprachen mitliefert, neben Englisch. Dann gibt's noch als Kirsche auf dem Sahnekuchen Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård und Willem Dafoe in den Hauptrollen. Und wir sind bei
The Northman. Robert Eggers neuestes Werk nach The Witch und The Lighthouse, der Leuchtturm. Also unternimmt er wieder einen Ausflug in ein Period Piece. Und tatsächlich ist es so, dass im Moment in Hollywood das wenige so können wie der. Der Trailer schaut irrsinnig gut aus, war schon nach diesen knapp 1,5 Minuten total in dieser Welt gefangen. Und ja, dementsprechend freue ich mich wirklich ganz, ganz wahnsinnig auf diesen Film, wenn er dann endlich im April zu uns kommt.